Ja, das ist doch angenehm so. Ich finde, das lässt sich so, das lässt sich so ansehen. Dann hier. Woran wir schon die ganze Zeit am Verzweifeln sind. Setzen wir einfach den Verkack. Das wäre absolut unnötig und ich bin vermutet, bin versucht, es deswegen zu tun. Aber es ist dann doch zu unnötig, selbst für mich. Gibt es eigentlich die auch als Hafenversion? Ich hatte in Erinnerung, dass es die auch als Hafenversion gäbe, aber scheinbar nicht. Das war vielleicht einfach nur eins der Schönbauszenarien. Hafen. Wir müssen den gleich noch bauen. Ein Turnierplatz. Oh, der ist ja gar nicht angebunden. Gut, ich glaube, das war eigentlich ursprünglich Absicht, dass er nicht angebunden ist, aber alles andere ist angebunden, also passt das so schon. Eine große Statue, ein Weiher. Ein Weiher macht am meisten Sinn, wenn er nicht direkt am Fluss steht. Ist ein bisschen versteckt. Brunnen. Wir wollten hier einen Brunnen reinsetzen. Entweder setzen wir hier einen Dorfbrunnen rein. Oder einen stattlichen Steinbrunnen. Oder wir setzen den orientalischen Brunnen. Setzen wir den hier. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Bünden den so ein, das sieht ja schon gar nicht so schlecht aus. Dann müssen wir nicht mal einen orientalischen Platz darunter setzen. Hier mag ich das Grünzeug eigentlich ganz gerne, wenn das hier so steht, dann kann das so bleiben. Was machen wir hiermit? Ach, keine Ahnung. Hiermit müssen wir irgendwas machen. Das ist mir noch zu offen. Irgendwas muss hier hin. Wir können keine Dario-Statue setzen. Dafür bräuchten wir viel mehr Adlige. So ein Pranger. Ah, nö. Der passt auch nirgendwo wirklich hin. Zäune. Zäune sind unser Mittel, wie wir das Ganze ein bisschen detailreicher abschließen können. Da kommt wieder unser stereotypischer Quicksave. Spiel gesichert. Und jetzt mal schauen, wie wir da jetzt vorangehen. Wir machen das so. Es muss nicht komplett symmetrisch an dieser Stelle sein. Wir brauchen jetzt nochmal die Halbversion. Und da können wir dadurch, damit nämlich so Zauntore simulieren. So. Und dann können wir hier den Herrn Specht reinsetzen. Nicht den Herrn Specht, den Herrn Storch. Hier. Wie so ein Storchchen. Und eine Kübelpflanze findet natürlich überhaupt keinen Platz, aber Straßenpalmen. Hier, so. Blumenbeet nicht wirklich. Es wäre einfach willkürlich. Hier können wir noch was unterbringen. Aber es muss klein sein. Ansonsten passt es nicht wirklich. Brunnen. In Zweifel Brunnen. Und dann nehmen wir den Dorfbrunnen. Können wir die Straße drumherum ziehen? Nein. Aber wir können ihn noch einpflastern. Und Straßenpalmen auf die andere Seite setzen. Im Zweifel Straßenpalmen. Große Straßenpalme, wenn ich bitten darf.
Hier muss irgendwas Bunteres sein. Blumen. Wie sieht es mit Blumen aus? Die wollen nicht. Die sehen hübsch aus, aber leider sind die... das ist nur das Zeichen dafür, dass die rot sind. Ist das rote Zeichen dafür nur, dass die nicht baubar sind. Verteilen wir trotzdem einfach über die übrigen Flächen so ein paar Blumen. Nein, jetzt haben wir einen Baum gefällt, aus Versehen. Mit Hilfe der Blumen. Hat hier einfach so einen Blumengarten hinter. Das geht auch. Kann man auch mal haben. Hier wiederum. Da nicht, aber hier, weil wir es können. Aufgelockert natürlich wieder mit. Wir können ein paar Nordblumen auch dazwischen drücken. Irgendwelche willkürlichen Blumen können wir dann einfach hier noch dazwischen. Irgendwelche willkürlichen Bäume können wir dann noch dazwischen drücken. Da können wir natürlich wenig machen. Gerade Straßenbäume, die wir gesetzt haben, oder normale? Ich bin mir nicht sicher. Sind das Straßenbäume? Das sind Straßenbäume. Ich wollte normale setzen. Ich würde einfach ganz normale Palmen hier hinsetzen. Okay, das wird hier so nichts, aber hier so. Hier. Da werden wir selbst Straßenpalmen brauchen. Ja, außenweise mal nicht die großen. Dieses Ding hier soll möglichst schön offen stehen. Nein, nicht die großen. Die wir ersetzt. Weil mir das Ganze zu monoton war. Die sind mir aber zu kurz. Hier, damit ist die Arbeit. Jupp, damit bin ich zufrieden. Kann der Sultan mal hinmachen? Wir bräuchten irgendwann mal die Aufträge, die nächsten. Dann haben wir tatsächlich einen Bereich auf der Insel, den wir denn nicht uns gehört? Unhinnehmbar! Nun seid ihr in alle Geheimnisse unserer Baukunst eingeweiht. Inakzeptabel einfach. Problem gelöst. Wunderherrlich. Haben wir noch was, was wir anpassen können, möchten? Ansonsten gehen wir richtig. Hier muss noch was hin, an Bäumen. So, das reicht mir sogar schon, das hier ein bisschen aufzulockern. Und hier wollen wir auch noch irgendwo eine Straßenpalme stehen haben. So eine. Ein bisschen Grün unter die Bevölkerung bringen. Hier kommt so eine hin. Hier kommen diese kurzen Palmen hin. Euer Vorsprung wird nicht lange halten. Guy, du musst vielleicht eine Intelligenzbeste sein, um uns nochmal schön daran zu erinnern, dass wir dich noch gerade sabotieren wollten, nicht wahr? Apropos. Okay, hier hat er alles ausgeräuchert. Hier nicht so. Ich habe alles auf den Kopf gestellt. Dieses Haus ist sauber.
Diese Bauchtänzerin wird den Leuten das Gold aus... Das will ich hoffen und wir werden unsere pyromanischen Tendenzen das gleich mal ausleben. Ich melde mich, sobald ich im Haus bin. Alter, wie seine ganze Stadt verfallen ist. Gut, der nächste Schritt, wenn die Stadt jetzt soweit bereit ist, ist eigentlich der Hafen. Mit dem wir letztes Mal schon unter Zweifel waren. Diese Kuh. Ich werde über eure Handlungen berichten. Bestimmt wollt ihr euch für meine Dienste erkenntlich zeigen? Ja, bitte, von mir da aus. Da steckt doch sicher mehr dahinter als reine Nächstenliebe. Hey, du hast gefragt. Ich wünsche, dass ihr euch persönlich mit dieser Angelegenheit befasst. Zu freundlich. Alhambra, das Erste. Wir müssen zuerst mal jemanden finden. Zwei Spionen des Sultans sind mit brisanten Informationen in ihrer Stadt untergetaucht. Er will seine wichtigen Informationen und wir kriegen dafür wieder so einen schönen Kapitän. Gut, die zu finden wird eine kleine Katastrophe. Erster. Sie haben die gesuchte Person gefunden. Wo ist der Zweite? Da ist der Zweite. Es hat sich ausgekatastrophiert. Hier, halt das mal. Zählt eigentlich jeder einzelne Teil als volle Quest? Das will ich mal nicht hoffen. Wir müssen hier nämlich noch ein bisschen was gebaut kriegen, damit ich zufrieden bin. Wir bauen hier so noch eine Art Insel hin, hier noch und vielleicht bauen wir eine Verbindung dazwischen. Ihr seid wahrlich mein Verbündeter. Ja, das zählt. Wie überaus... Euer Besuch wärmt das perfekte Versteck. Ich wünsche, dass ihr euch persönlich mit dieser an... Das flüchtende Schiff versenken, damit kann man sich nicht großartig warten. Und zur Hölle fahren. Bibal al-Hamra, einer der drei geflüchteten Alhamras, die ihre angeblichen Ansprüche auf das Sultanate Blutvergießen erzwingen wollen, hat seine Festung heimlich verlassen. Das ist die Chance auszuschalten. Ja, wir sollten uns mit unserem Hafen beeilen. Bevor wir jetzt aus Versehen gleich fertig sind und danach nicht großartig weiter fortsetzen werden. Na, es tut nicht Not. Wir können erstmal nicht weiter ins Wasser hinausbauen. Wo bauen wir dann? Zuerst beginnen wir dann mit einem Reparaturkran, der hier so stehen wird, würde ich dann sagen. Gut. Dieser Reparaturkran wird natürlich begleitet von Hafenwehrtürmen. Ein Mitspieler übernimmt zwei an der Zahl. Und dann basteln wir damit weiter. Also ist die Antwort auf unsere Frage. Ja, gut. Ja, das könnte funktionieren. Ah. Das funktioniert nicht so, wie er hofft, aber dann setzen wir es einfach auf die andere Seite. Kommt ein Spiel. Tu, wie ich gerne hätte. Da, das ist, was ich gerne hätte. Können wir theoretisch noch den anderen Pilks daneben setzen? Den hier, genau, das hätte ich gerne. Dann müssen wir die beiden wieder einreißen. Das ist gut so. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Dann können wir das dahin setzen. Das dahin. Und
das nach dahin, das nach dorthin. Und mit dem Rest einfach abschließen. Und dann brauchen wir gleich das Stück Keilmauer noch, um hier dicht zu machen. So einfach ist das. Das gefällt mir. Wir brauchen auch immerhin noch ein paar mehr Hafenwehrtürme. Das gehört sich einfach. Wir sind diesbezüglich schon viel zu galant hier. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren. Und da ist irgendwie kein Hafenbereich, würde ich vermuten. Können wir das machen? Wird das funktionieren? Wird es nicht. Und zwar ganz genau hieran nicht. Dann vielleicht die Bergkeimauer. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Dafür sind die da. Fand ich sie zuerst die Eskorte. Flaggschiff, Bunker den Kapitän mal unter und gehen dann auf die Jagd nach dem Korsarenschiff, das gejagt werden möchte. Und hier bauen wir inzwischen weiter. Wir wollten die Bergkeimauer in Erwägung ziehen für diese Aktion. Und zwar in beide Richtungen, so rum, ja. Ah. Diese Idee gefällt mir wiederum. Sekunde mal. Diese Idee gefällt mir sehr gut. Krieg dich ein. Ja, das muss aber nach hier hin. Und zwar so. Da wird erstmal gespeichert vor lauter Freude. Aber so haben wir das hier vollkommen abgeschlossen. Das gefällt mir. Gesichert. Das macht mich glücklich, wenn solche Dinge funktionieren. Woran scheitert das jetzt aber schon wieder? Es scheitert an diesem Landungssteg, da muss der weichen. All unsere Baupläne stehen zu eurer Verfügung. Haben wir durch den Hafenbauplatz gekriegt? Ist das richtig? Nein, nicht wirklich. Aber müssen wir auch gar nicht, weil wir das jetzt abgeschlossen gekriegt haben an unserer Stelle. Und jetzt können wir schauen, dass wir das hier noch mitgenommen kriegen. Sekunde, können wir das hier abschließen, okay? Ist das erlaubt? Nein, es ist nicht wirklich. Das ist traurig. Keimauer Berg.
Wieso geht das nicht von mir aus? Dann geht das aber bestimmt so. Jetzt geht alles ein bisschen besser auf. Das werden wir jetzt ein bisschen einbinden müssen. Wie einfach es ist, andere zu demütigen, nicht wahr? Ja, es ist eigentlich ziemlich einfach. Die Hälfte der Arbeit nimmst du sowieso schon von alleine ab. So wäre es mir eigentlich lieber gewesen. Komm schon, das war nicht das. Nein, das war es gerade schon da. Ich glaube, unser Flaggschiff hat gerade den Kampf jetzt erreicht. Und unsere schweren Schläger kommen nicht hinterher. Wo sind wir überhaupt? Ach, wir sind hier oben. Und das weigert sich auch ganz beharrlich zu sterben. Auch auf hoher See. Wo sind unsere schweren Schläger? Da unten. Es wird eine Weile dauern. Schicken wir mal eine Verstärkungsflotte hoch.